So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir haben das letzte Mal hier den Tee über Bord geschmissen. Und ja, ich muss jetzt gerade mal gucken, was als nächstes ansteht. Die nächste Hauptmission ist direkt hier vorne. Irgendwo. Aus dem Weg. Ja, sehr schön. Deswegen gucke ich gerade mal, wo genau. Vielleicht mache ich die dann auch direkt. Hab ja sonst nichts zu tun. Ja, genau, das Jahr ist 1773. Im Jahre 1775, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, begann der Unabhängigkeitskrieg und ging dann bis 82. Ja, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, wo ist hier die scheiß Dingsmission? Ach, da unten ganz, leck mich doch am Arsch. Schnellreise ab ins Grenzland, okay. Ich weiß nicht, ob dieses Bostoner Tee-Geschichte da, wo der ganze Tee halt über Bord geschmissen wurde, ist ja ziemlich berühmt, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Auslöser war oder so. Ich bin mal gespannt, was letztendlich der Auslöser ist. Das weiß ich nämlich selber nicht genau. Eventuell ist es ja wirklich sogar. Scheiße, müssen wir jetzt etwa zurück zu Dings? Super, ey. Weißt du, und da. Oh, ich reiß da jetzt einfach an. Ach, das geht nicht. Ja, super, egal. Wir haben ja die Pferdepfeife. Was ich sagen wollte und jetzt schon wieder völlig vergessen habe. Scheiße, was war das? Oh, cool. Hat sich kurz hierhin teleportiert, das Pferd. Hammer, geil. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ah ja, eventuell sind ja auch wir quasi, also Connor, der Auslöser für den Unabhängigkeitskrieg, der letztendlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das war da ja sowieso schon die ganze Zeit ein bisschen, ja, angespannt die Lage. Sag ich mal, ne? So, hier querfällt ein. Ah, die gehen mir irgendwie auch ein bisschen auf den Piss. Die haben scheiß Getrommel da. Ach. Oh, cool. Bisschen weiter noch. Finden wir hier so einen geilen Aussichtspunkt irgendwo. Wo zur. Da. Und hopp. Sehr schön. Und hopp. Achso, hier der Baum. Geil. Okay, wie kommen wir da hoch? So. Wie geil ist das denn, ey? Das ist ja mal richtig nice. Oh, cool. Ja, kann auch nicht jeder, ne? Ja. Gut. Ach, komm schon. Ach so, okay. Okay. Vielleicht komme ich ja so. Ah, okay. So komme ich da hoch. Geil, auf den Baum klettern. Also so in dem Stil gab es das noch gar nicht bisher. Finde ich geil. Jetzt muss ich nur zusehen, wie ich noch weiter nach oben komme. Wow. Oh, so komme ich auf jeden Fall schnell nach unten. Ach, scheiß drauf, ich habe keinen Bock da nochmal hoch. Na, jetzt wollte ich eine Kuh reiten, ist natürlich auch genial. Alter, was machen die hier, die Spacken? Idioten, ey. Oh, was glitzert hier so schön? Eine Feder. Na, die nehmen wir doch glatt mal mit. Da ist sie. Nein! Oh, guter Sprung. Ja, Wand hochlaufen. Na? Hoch damit, ja. Was macht der denn da? Ja.
So, geht doch, geht doch. So, jetzt will ich allerdings mal eben genau diesen geilen Wurfpfeil hier haben. Okay, das wurde schon mal nichts. Jetzt geht er da wieder raus. Was für ein Spacken. Okay, wieso kann der da nicht einfach hier? Ich mach gar nichts hier. Alter, können die sich da mal einfach verpissen? Zack! Och Mann, jetzt kommen die hier wieder an. Ich muss mal gerade hier kurz. Die Waffe wechseln. Oh, cool, da kann man durch raus. Alter, ich bin hier direkt. Allein schon, wie viel das schon wieder hier sind, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mir hier mal meine Ziele aussuchen, der da auf jeden Fall. Ach, komm schon, fickt euch. Juhu, voll daneben, Trottel. Ah, scheiße, vor dem muss. Dem muss ich erstmal eine Kugel geben. Nein. So, gut, Nummer 1 ist erledigt. Dann lad mal kurz nach hier in aller Ruhe. Sehr schön. Der ist als nächstes dran auf seinem Gaul. Und tschüss. Zack und tschüss. Und der nächste. Nett, dass sie so nahe kommen. Ach. Warum? Warum immer, Mädels? Ach, Mann, dass sie immer so Ärger machen müssen hier. Und tschüss. Und der letzte. Den natürlich auch noch. So. Jetzt wird kurz geplündert hier ein bisschen. Ich brauche eine Kugel wieder. Ja, da habe ich auch schon eine Kugel. Das ist sehr gut. Sprengfalle, ja, kann ich auch immer gebrauchen. Direkt den nächsten hier. Oh, die bringen ja schon mal ganz anständig Geld. Das ist gut. So. Da ich eigentlich keinen Bock habe, noch weiter zu reiten. Oh Mann, ey, hier gibt's auch noch so viel an sich, ne? Hier ist noch eine Siedlungsmission, die werde ich noch machen. Kann ich da Markierung setzen? Schnellreise. Ich könnte dahin Schnellreise machen. Und die Ecke da unten zumindest machen. Kann ich dann da oben eine Schnellreise hinmachen? Schnellreise, ja, sehr gut. Dann mache ich mal da unten eine Schnellreise hin. Oder vorher nochmal. Dann geht's wahrscheinlich nicht, oder? War klar. Gut, dann mache ich dahin eine Schnellreise. Mach da den Aussichtspunkt. Hol mir, was auch immer das da war. Genau, die Siedlungsmission mache ich. Gibt es irgendwie neue? Nee, gibt es nicht. Gut. Alter, wie viele hier sind, ne? Weitergehen. Du darfst hier nicht stehen bleiben. Ich hole ich mir. Zack, jetzt gibt's aufs Maul hier. Zack. Nee, nee, nee. Schön bleiben lassen. Oh, verdammt. Okay, cool. Mit so Quicktime-Events auch nicht schlecht. Ah, verflucht. Oh, haben sie den abgeknallt? Das ist aber nett. Das war ja der eine, der mir so auf den Piss ging hier. Verpiss dich. Joa, gleich zwei hier. Ihr habt doch nichts drauf hier. Danke. Das finde ich geil mit menschlichem Schild. Haben sie gut gemacht. Wäre ja auch nur logisch. Haben sie gut mit eingebracht. Ach, ist wieder so einer. Allein schon! So, Moment. Da ist mein Bogen. Ach, komm schon. Du bist zu langsam. Zack. Kriegst du erstmal einen Pfeil hier in die Fresse, Spasti.
Warum kann ich den jetzt nicht plündern? Hat der nichts zum Plündern? Hm. Egal, ich habe einen Schatz gefunden. Kriegstomahawk. Okay. Wo kann ich hier noch gleich mein Inventar sehen? Da. Inventar. Bärenpelz, Pumafänge. Ja, hier ist der ganze Tierstuff. Öl von einem Biber, okay. Auch nicht schlecht. So, ich muss dann mal eben hier rüber, oder? Waffen-Tomahawk. Ja, gut. Scheint wohl nichts zu ändern. Ich habe, glaube ich, immer noch dasselbe Tomahawk. Gut. Hier ist Ruhe erstmal. Dann würde ich sagen, auf zum Aussichtspunkt 300 Meter. Alter Schwede, der hat doch sein Pferd hier gelassen, der Spacken. Nehme ich das Pferd doch mit und laufe erstmal den Baum hoch. So. Auf. Oh, klasse. Gleich die nächsten. Ach komm, das geht mir jetzt gerade auch ein bisschen am Arsch vorbei. Kann das Pferd durch Wasser? War so klar. Oh, cool. Kann es doch. Das ist gut. Aber darüber kann es nicht springen. Ach, Mensch, Pferd. Oh, sind alles hier Bäume. Hm. Wie mich das freut. Ach komm, hier. Nein, hier. Nein, hier. Nein, hier. Geht doch. So, hoch mit dir. Nicht da hoch, da lang, so. Okay, was bringt mir das? Gar nichts. Wow, okay. Da. Nein! Och, meine Güte, was macht der denn da? Alter Schwede. So, weiter hoch mit dir. Weiter hoch. Jo. Ich bleib ganz ruhig. Von sowas lasse ich mich nicht aufregen hier. Sowas regt mich nicht auf. Ich bin ganz ruhig. So, dann halt so. Ja. So, hoch mit dir, Schlampe. Ja? Was macht der denn da? Alter. Alter, das ist jetzt ein Witz, oder? Was macht... Oh, komm schon. Dann den ganzen Spaß nochmal. So. Okay, noch weiter hoch. Alter, ich sehe schon, die Bäume werden mich noch das ein oder andere Mal richtig abnerven hier. So, und jetzt? Ach, da noch weiter hoch. Synchronisieren.
Okay, es ist natürlich hammer-episch, da den Baum hochzuklettern, aber meine Fresse nochmal. Wenn ich das mehrfach machen muss, krieg ich, glaube ich, einen Schaden.